Glück auf, liebe Leute, wir sind hier in Köln in einem Escape Room von, heißt du überhaupt Escape Room? Ja. Ja, Escape Room von den drei Fragezeichen. Hier hinter uns seht ihr auch schon ein paar Cover. Und wir dürfen da drin natürlich nicht filmen. Deswegen machen wir jetzt hier mal ein ganz kleines Video. Und nachher erklären wir euch mal auch, wie es uns gefallen hat. Also bis jetzt ist der Eindruck ganz gut, wir haben aber auch noch nichts gesehen. Neben mir sitzt übrigens der Jan. Dachchen. Kennt ihr vermutlich als Chris aus dem Hörspiel Maximilian Schlag? Ja. Richtig. Unsere Frauen sind ja auch noch irgendwo. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir sie finden. Vielleicht müssen wir ja sie suchen, wissen wir nicht. Und zwar gucken wir uns welchen Raum an? Habe ich vergessen. Irgendwas mit Angst oder mit Nacht. Oder Nacht. Nach den Angst ist eine Folge, nee, das wird sie sein. Ich glaube, also, Nacht der Illusion, kann das sein? Kann alles sein. Alles ist möglich. Frauen sind da, sie nicken. Ja, wir haben es richtig gesagt. Ja. Wie gesagt, wie es uns gefallen hat, sagen wir euch später. Ansonsten, Wir reden nachher nochmal. Okay. Danke. Ciao. Tschüss. Ja, hier sind unsere Frauen. Die Leila. Die Maike. Wir haben es geschafft, kurz vor knapp würde ich sagen. Mir hat es ganz gut gefallen. Wie sieht es mit euch aus? Doch. Hat Spaß gemacht. Ärgerlich war, dass zwei kleinere technische Probleme uns aufgehalten haben. Also technische Probleme des Raums, nicht unsererseits. aber insgesamt hat es viel Spaß gemacht. War ein guter Rätsel. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Das war's schon. Hier. Ciao. Ciao. Tschüss.